ja, wir leben noch. Ich war 3 Wochen krank, habe echt nur flach gelegen. Heute geht's los. Wir starten ins neue Jahr mit unserer ersten Ausstellung seit über einem Jahr. Im Moment stehen wir noch an der Tankstelle. Falls ihr das Geräusch hört, so klingt das, wenn man Erdgas tankt. Kauft euch kein Erdgasauto, es ist total ätzend. Katja ist heute mit dabei. Ja, wir nehmen Maybe und Jessie mit. Das Geräusch wird lauter. Das ist gruselig. Jessie wird heute in der jüngsten Klasse starten. Das ist die Altersklasse von 6 bis 9 Monaten. Da geht es noch um nichts, das ist eigentlich mehr so Übung. Und die Maybe wird in der offenen Klasse starten. Ich rechne mir jetzt keine großen Chancen aus. Sie ist leider ein bisschen fett, weil sie scheinschwanger ist. Hat dein Hund gerade fett genannt? Ja. Ich kann euch mal ein Bild einblenden. Da habe ich sie neulich erwischt. Da hat sie versucht, auf die Kommode zu springen, wo das Hundefutter steht. Ich habe gedacht, dass sie vom Sessel aus darüber hüpft und habe den Deckel dieses Eimers genommen, um das Hundefutter abzudecken. Ich hatte den Eimer wohl als Stufe genommen, um auf die Kommode zu kommen. So, jetzt geht's auf zur Dog Life nach Münster. Ich hoffe, man kann überhaupt was verstehen. Es war richtig anstrengend, weil wir kamen auf den letzten Drücker. Irgendwie hatten wir die ganzen Hunde zusammengerechnet und ausgerechnet, wann wir dran wären.
Das wäre um 15 Uhr gewesen. Waren ungefähr 3 Stunden, die wir uns verrechnet haben. Nicht verrechnet, der hat nur wahnsinnig schnell gerichtet. Okay. Ja, wir sind durch. Jessie hat vielversprechend, das ist die beste Formwertnote, bekommen. Auf dem 2. Platz hat sie gestanden. Und die Maybe hat die Klasse gewonnen und hat dann das Reserve-CAC bekommen. Das ist schwierig zu verstehen, aber ich glaube, das interessiert auch nicht so viele, was das bedeutet. Naja, so, wir gehen jetzt shoppen. Yay! Shoppen? Shoppen? Das finde ich auch gut. Und das finde ich auch gut. Das hier sind übrigens die Näpfe, die ich zu Hause habe. Die sind spülmaschinenfest, rutschfest und was noch? Auch ziemlich bruchsicher. Genau. Die gibt es hier auch am Messe immer ein bisschen günstiger. Ich will euch einmal zeigen, was das Tierheim Münster für eine geniale Idee hatte. Schon seit Jahren. Und hier komme ich jedes Mal vorbei, wenn ich hier bin. Die verkaufen hier ausgelesene Taschenbücher für 2 Euro, gebundene Bücher ebenfalls 2 Euro. Das geht alles dem Tierschutz zugute, geht alles in die Kasse des Tierheims. Und mal ehrlich, ne, was macht man mit seinen alten Büchern? In Münster spendet man sie dem Tierheim. Und es ist nicht selten so gewesen, dass ich hier mit mehr Büchern rausgegangen bin als Hundeartikeln. Also da kann man sich ruhig mal als Tierheim Hannover oder sowas eine Scheibe von abschneiden. Wir sind wieder zu Hause. Es war ganz schön anstrengend, weil wir uns auch so hetzen mussten die ganze Zeit. Und dann unter anderem auch, weil wir so viel geschockt hatten. Naja, ihr kennt das ja. Schon ein bisschen. Ja. Also, ich möchte euch einmal zeigen, ich habe mir Trimmhandschuhe gekauft bei Ehaso. Die haben jetzt 9,80 Euro gekostet. Die packe ich einmal aus. Ich könnte auch als Auftragskiller jetzt arbeiten. Möchte, glaube ich, jetzt gehen. Ich bin echt gespannt. Also, wer muss denn mal getrimmt werden? Im Moment hier irgendwie gar keiner. Aber, ja, mal sehen. Die Alternative zu den Fingerlingen. Und die Fingerlinge sind mir immer so ein bisschen zu lang. Ich habe ja so kurze Knobelfinger und irgendwann labbert da so ein Stück immer oben drüber und dann muss ich das erst wieder richtig anziehen. Naja, so, was haben wir noch gekauft? Die sehen so aus. Ich finde, die haben eine ganz angenehme Größe. Also, hier kann man das so ein bisschen erkennen, welche Größe das ist. Die sind nicht ganz hart, die sind schön in der Größe für so kleine Hunde. Und dann hat er mir noch was geschenkt. Das ist aber mehr so Krisselkram. Ich habe gefragt, ob das Leckerlis sind oder ein Futterzusatz. Aber es sind wohl Leckerlis. Naja. Ja, so einen hatte ich schon mal. Das ist so ein Futterbeutel mit Magneten. Und ich finde den so an der Hose im Ausstellungsring ist irgendwie ein bisschen schicker. Scheiße, ich habe noch Leckerlis in der Hosentasche. Jetzt stinkt meine Hose danach. Ja, so hatte ich das heute. Ein bisschen mit Geknister, weil, ihr wisst schon, Aufmerksamkeit und so. Hat ja aber auch ganz gut geklappt, ne? Oh ja. Jetzt wird's lecker. Wir haben eine Papiertüte dafür bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie mein Auto riecht? Das sind Rinderohren mit Fell und Ohrmuschel. Mmh. Dann, Moment, ich muss euch mal eben aus dem Regal nehmen. Habe ich Hundefutter gekauft. Das war ein günstiges Messeangebot
von Wildborn diesmal. Das ist sehr ähnlich wie Wolfsblut. Und dann habe ich dem guten Messemann noch zwei Futterdummies aus dem Kreuz geleiert. Er hatte keine Chance gegen meine Argumente. Na, davon zwei Stück. Ja, und dann, also könnt ihr euch noch an diese Dinger hier erinnern? Ja, die sind wirklich toll. Ich wasche die immer bei 60 Grad, packe die auf Leine. Das mit den kleinen Terriern liegt hier drüben im Korb. Ja, und heute... Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich bin ein Shopaholic. Jetzt mal ehrlich, ne? Ich füge mal hier kurz was ein, was die noch so an Stoffen hatten. Es ist furchtbar. Ich habe, also nächstes Mal mache ich mir eine Augenklappe drauf und renne an dem Shop da vorbei. Das kann man nicht immer machen mit mir. Katja hat sich Näpfe gekauft. Weil Katja ja mal einen Hund zu Hause hat. Manchmal. Wenn die Boots wieder Übernachtungsgast spielen soll. Genau. Darf, möchte. Pushy. Das ist Papier. Jess. Jessie. Wer will denn ein Rinderohr haben? Lotta, alles okay? Oh nein, hallo, der kleine Pietz kann das gar nicht tragen. Das passt auch nicht zu dir. Hey, runter. Haben wir noch. Guck mal, das ist kleines Puschi. Puschi, geh mal in die Box. Geh ja nicht ins Wohnzimmer damit. Nee, nee, auch nicht auf dem Sessel. Ist okay, ja ekelhaft. Nicht auf meine Tasse. Komm her. Komm mit, Jess. Komm, 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 komm. Warte, also hier, da kannst du. Oh, haben wir glückliche Hunde jetzt. So, das war's für heute von uns. Es wird demnächst auf jeden Fall noch ein paar Ausstellungen geben, die ich mir so vorgenommen habe zu buchen. Außerdem werden wir dieses Jahr in den Urlaub fahren mit insgesamt 6 Hunden, weil unsere Freunde aus Bonn auch noch einen haben. Und naja, wir nehmen sie alle mit. Da wird es dann aber natürlich noch separat ein Video zu geben. Oder 2 oder 3. Wir fahren 2 Wochen. Dann fragen sich vielleicht viele, wie sieht es denn aus mit Welpen? Ja, hätte ich gerne, habe ich aber dieses Jahr nicht. Die Boots ist raus aus der Zucht. Der F-Wurf war ihr letzter Wurf. Sie hatte damit 3 Stück und das reicht auch. Ja, und Maybe soll jetzt dieses Jahr auch Pause haben. Die wird dann vielleicht nächstes Jahr nochmal einen Wurf machen. Und mehr Zuchthunde habe ich ja gar nicht, ne? Naja. Ich melde mich wieder. Bis die Tage.